Der Rentenbescheid. Die Anlageberechnung der Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hier haben wir die Anlage zum Rentenbescheid, Berechnung der Rente. Ich will noch mal ganz kurz auf die erste Seite umschlagen. Wir haben es hier mit einer Regelaltersrente zu tun und die beginnt am 1.4.2020. Und die laufende Rentenzahlung sollte es ab dem 1.7.2020 geben, wird natürlich nicht am 1.7. gezahlt, sondern am Ende des Monats Juli 2020. Rentenbetrag und auch noch den Nachzahlungsbetrag beginnend ab dem 1.4.2020. Wie wird denn jetzt eigentlich meine Monatsrente berechnet? Und das kann ich de facto hier aus der Anlage Berechnung der Rente entnehmen. Ganz einfach. Wir haben hier die persönlichen Entgeltpunkte, 39,4007. Diese werden mit dem Rentenartfaktor 1,0 vervielfältigt und dem aktuellen Rentenwert 33,05, der bis zum 30.06.2020 galt, vervielfältigt. Das ergibt dann die Monatsrente von 1.302,19 Euro. Und genau aus diesem Betrag, wir haben ja vorhin gesehen, dass die Rente zum 1.4. beginnt, ergibt sich dann auch der Nachzahlungsbetrag für die Zeit vom 1.4.2020 bis zum 30.06. Das sind 3.906,57 Euro. Das ist der Geldbetrag, den unser Mandant hier nachgezahlt bekommt. Ab dem 1.7.2020 gilt dann der neue Rentenwert 34,19. Das heißt also, diese Entgeltpunkte werden mit dem Rentenartfaktor 1,0 und diesem neuen Rentenwert 34,19 multipliziert, ergibt die Altersrente von 1.347,11 Euro. Und genauso wird die Monatsrente nach der aktuellen gesetzlichen Rentenformel berechnet. Dieser Rentenbescheid, der ist irgendwann mal im Juni diesen Jahres 2020 gekommen. Hier in diesem Rentenbescheid ist die Rentenanpassung zum 1.7.2020 schon drin. Das heißt, unser Mandant wird hier keine zusätzliche Rentenanpassungsmitteilung bekommen. Wir bekommen zurzeit sehr oft Anfragen, wo ist denn meine Rentenanpassungsmitteilung? Ich bin seit dem 1.6.2020 Altersrentner. Und da sage ich immer, guckt mal bitte in eurem Rentenbescheid rein. Die aktuelle Rentenanpassung ist da schon mit drin. Das heißt, Sie kriegen keine gesonderte Rentenanpassungsmitteilung in diesen Fällen. Monatsrente berechnen ist eine ganz einfache Geschichte. Spannender wird es aber, wenn es um die Frage geht, wie errechnen sich denn meine persönlichen Entgeltpunkte? Und das erkläre ich Ihnen in einem nächsten Video zum Thema Anlage Entgeltpunkte berechnen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.